Herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video, zu diesem Unboxing des neuen Nexus 7 Tablets von Google. Letzte Woche vorgestellt, jetzt eine gute Woche später bei mir angekommen. Ich habe hier die 32 GB Version des Nexus Tablets. Wir erinnern uns, das Nexus 7 in der 2013er Version ist ja eine ganze Ecke besser als der Vorgänger. Das ist ein Tablet mit einem Snapdragon S4 Pro, beziehungsweise eigentlich ist es ja ein Snapdragon S600 Prozessor, der da ein bisschen runtergetaktet ist, drin läuft. Und dann vor allem natürlich ein Full-HD-Bildschirm. Android 4.3 ist ein Nexus-Gerät, das heißt, man kriegt da immer die neuesten Android-Versionen. Und das Ganze immer noch zu einem unschlagbaren Preis von $239 bzw. 269 habe ich jetzt, glaube ich, gezahlt hier für die 32 GB-Version. Im Moment nur zu haben im Google Play Store in den USA. Soll aber im September auch nach Europa kommen, sicher nach Deutschland, nach England, nach Frankreich, in die Schweiz, wo ich wohne, wahrscheinlich nicht. Kann mir in dem Fall jetzt egal sein. Ich habe es ja jetzt und jetzt packen wir das mal zusammen aus. Ihr seht die Box, schick, klein. Hier sieht man, ist natürlich von Asus hergestellt, auch dieses Modell, wie der Vorgänger. Ja, und jetzt schauen wir da mal rein, was wir da drin haben. So, Google, eine kleine, einfache, weiße Box. So, dann hier, ihr seht, das ist noch original verschweißt. Ich dachte mir, ich packe das gleich mal mit euch zusammen aus. Kam vor 5 Minuten mit Federal Express bei mir an. So, legen wir das mal zur Seite. Was haben wir hier? Das Tablet natürlich. Boah, unglaublich leicht. Wir werden dann nachher gleich mal schauen. Ich lege das mal hier zur Seite. Und dann haben wir da die üblichen Sticker, eine Kurzanleitung, ein Ladegerät, natürlich ein amerikanisches Ladegerät, spielt keine Rolle, ist ja schließlich Micro-USB, lässt sich mit jedem Ladegerät aufladen. Die üblichen Warranty-Stickers und dann hier eben so ein Micro-USB nach USB-Kabel. Natürlich Micro-USB. So, packen wir hier gleich wieder rein. Das brauchen wir alles nicht. Das spielt alles keine Rolle. Solche Kabel fliegen bei mir ja in Massen rum. Tun das mal hier ein bisschen rüber. Ja, und dann schauen wir uns das mal an. Okay, lasst uns das mal öffnen. Zack. So, dann sollen wir das auf der Seite mal rausnehmen hier. Aha, da sehen wir schon mal, es sieht schon ein bisschen anders aus als der Vorgänger. Nämlich, ihr seht hier, ist immer noch Plastik, aber sieht ein bisschen anders aus. Ich habe hier den direkten Vorgänger, das Nexus des letzten Jahres und hier das neue Nexus. Also auf der einen Seite seht ihr hier die Schrift, die ist so quer, die ist nicht mehr hinten drauf. Und dann sehen wir natürlich hier gleich mal eine Kamera, da haben wir auch eine Backkamera jetzt neu. Das erste Nexus hatte ja nur eine Frontkamera hier. Das neue Nexus hat jetzt quasi beides. Wenn wir die mal so aufeinander legen, dann seht ihr, das neue Nexus ist etwas flacher bzw. etwas weniger breit als das alte Nexus. Es ist auch etwas dünner. Seht ihr? Also hier ist das neue, da ist das alte, ist etwas dünner auch. Fühlt sich jetzt so einfach, wenn ich beide habe, ungefähr gleich. Das neue wirkt ein bisschen leichter, könnte aber daran liegen, dass es einfach ein bisschen dünner ist und dadurch besser in der Hand liegt. Und weil es eben etwas weniger breit ist, liegt es perfekt so in der Hand. Wobei schon dieses hier, das Vorgängermodell, ebenfalls von Asus produziert, war natürlich ganz klasse vom Formfaktor her, 7 Zoll. Und was jetzt halt eben ganz neu ist bei diesem Teil hier, ist natürlich der Bildschirm. Bevor wir die Kiste anwerfen, schauen wir mal kurz Micro-USB zum Laden. Hier auf der rechten Seite haben wir die Lautstärkewippe da und dann hier den On-Off-Switch. Da oben ist die Kamera, hier ist die Klinkenbuchse für den Kopfhörer und das Mikrofon. Auf der linken Seite haben wir gar nichts. Ja, das war's dann eigentlich schon. So, und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal. Müsste ja eigentlich zumindest ein bisschen geladen sein. Wir drücken da mal drauf. So, Google. Und jetzt starten wir das Baby mal hoch. Ich lege das in dieser Zeit mal hier ab. Derzeit können wir noch ein bisschen über die Innereien sprechen. Ich habe vorhin gesagt, Snapdragon S4 Pro, so wird es vermarktet. In Wirklichkeit ist es aber der modernere Snapdragon S600 von Qualcomm, der hier drin ist, der aber ein bisschen runtergetaktet ist auf 1,5 GHz.
Ist natürlich super, ist ein ganz, ganz toller Chip. Adreno 320er GPU, etwas vom schnellsten, was es im Moment gibt für die Grafikberechnungen. Und der hier, das Vorgängermodell, der war ja ausgestattet mit dem Tegra 3 von Nvidia. Und da könnt ihr gut davon ausgehen, dass das neue Gerät Faktor 2 bis 3 mal mehr Power hat, schon nur vom Prozessor her. Muss aber natürlich auch ein bisschen mehr rechnen, weil schließlich haben wir, und das ist das eigentliche Highlight dieses Geräts, hier, dieser 7 Zoll Screen, ist ein Full HD IPS Display. Das heißt, wir haben hier eine 1920x1080er Auflösung. Das ist natürlich unglaublich hochauflösend für so ein kleines Gerät. Das gab es noch nie. 7 Zoll mit Full HD, das ist in der Tablet-Klasse natürlich absolut einmalig. So, ihr seht, bei uns gibt es da ein paar Wireless LANs. Das sind nicht alle meine, sind auch von Nachbarn noch. Werde ich jetzt hier gleich mal eingeben. So, mal gucken. Zack, 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 zack. Das hauen wir doch da gleich mal rein. Ist natürlich logischerweise auch Android 4.3 drauf. Genauso übrigens wie hier auf meinem anderen Nexus. Da habe ich das Update auch letztens gemacht. Und ihr seht, als erstes wird da schon mal gleich ein System-Update gemacht. Also der lädt jetzt schon mal gleich eine neue Version runter, beziehungsweise die ist schon drauf. Jetzt gibt es einen Neustart. Okay, lassen wir das den mal machen. Ja, vielleicht vergleichen wir mal noch mit dem iPad Mini. Das ist ja so in der Klasse auch was Ähnliches vom Formfaktor her. Aber da seht ihr natürlich, das neue Nexus, das Nexus 7, das ist da deutlich schmaler, liegt dadurch noch ein bisschen besser in der Hand als das iPad. Von der Dicke her, ja, das iPad ist noch ein bisschen weniger dick, ist aber ein bisschen schwerer. Und hat natürlich vor allem, und das ist ja eigentlich der Hauptunterschied, nicht diesen klasse Bildschirm. Also das iPad Mini hat ja kein sogenanntes Retina-Display, leider noch nicht. Vielleicht kommt das noch Ende Jahr, munkelt man, könnte es soweit sein. Vielleicht aber auch erst nächstes Jahr. Auf jeden Fall, Google hat zusammen mit Asus ordentlich vorgelegt in diesem Gerät hier, weil dieser Full-HD-Screen, das ist schon etwas absolut Einmaliges hier drauf. Und da freue ich mich sehr drauf. Ja, das war mal das ganz kurze Unboxing. Ein ganz, ganz kleiner, nur von außen, Größenvergleich mit dem Vorgänger. Ich werde das Teil jetzt laden, ich werde Software drauf spielen, ich werde Benchmarks laufen lassen und da gibt es natürlich dann noch ein ausführliches Hands-on-Video. Das nur mal so als erstes. Unboxing Nexus 7 von Google, neuestes Tablet. Das war der Jean-Claude Frick für eifrig.ch. Besten Dank fürs Zuschauen und tschüss.